Hallöchen, hier ist wieder euer Talk und ich begrüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Und heute basteln wir uns das Häuschen von Mr. Skinner. Jeder sollte ja Mr. Skinner kennen, wie man ihn immer gerne ruft. Ja, heute basteln wir uns sein Häuschen aus den aktuellen Folgen der Simpsons. Wir hatten es ja schon mal vor ein paar Jährchen gebaut, aber ich denke mal, das kriegen wir heutzutage mit den neuen Blöcken und alles viel besser hin. Und da fange ich auch nicht nur bei sein Häuschen ein, nein, alle anderen Häuser werde ich auch nochmal überarbeiten und dann mir hier so eine neue Hausallee bauen. Ich denke mal, ich mache dann hier so Zweierreihen hin und dann gucken wir mal, was denn da so alles dazu kommt. Wenn nicht nur das, was wir schon haben, bauen wir nochmal neu, nein, auch neue Sachen aus ja, verschiedenen Folgen der Simpsons, wo sie mal auch mal ab und an umgezogen sind, werden wir noch ein bisschen hier dazu bauen. Für Skinners Häuschen brauchen wir nicht allzu viele Blöcke, da gucken wir einmal hier wieder in unsere Kiste rein. Wir holen uns einfach mal ein bisschen Weißbeton raus. Steinblöcke, Steinstufen, glatte oder einfach normale Quarzblöcke können wir nehmen, denn auch Quarzstufen. Für unsere Fenster empfehle ich dir einfach mal türkises Glas. Du kannst aber auch gerne blaues nehmen oder was auch immer dir da gefallen sollte. Dann holen wir uns auch Tropenbaumpfeiltüren raus. Dann holen wir uns noch ein bisschen Fichtenholztreppe und dazu den passenden Zaun. Und wenn wir dann das ganze Blockmaterial zusammen haben, legen wir gleich mal los. Wir fangen erstmal an mit unserem weißen Beton, aber wir können jetzt nicht einfach so drauf losbauen. Wir müssen ja so ein bisschen den Abstand vielleicht zur Straße mal festlegen. Da würde ich mal sagen, lassen wir so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke Platz zur Straße hin, vielleicht auch 11 Blöcke. Ja, muss mal gucken, was dir da am besten so gefällt, aber so 10 Blöcke sollte man schon freilassen. Ja, dann ziehen wir uns erstmal unseren Grundriss von unser Häuschen hin. Da setze ich mir einen Block hin, den ziehe ich mir erstmal gerade lang. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 Blöcke ziehen wir erstmal einmal gerade lang, dann geht es an den Seiten nach hinten weg. Da setzen wir jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Blöcke noch ran. Insgesamt haben wir 12 Blöcke. Jo, die andere Seite, die können wir dann auch nochmal auf 11 Blöcke nach hinten wegziehen und dann verbinden wir noch die Mitte. Wenn wir das dann soweit haben, setzen wir jetzt auf unseren Grundriss noch 1, 2, 3, 4, 5 weitere Blöcke rauf. Insgesamt haben wir dann hier eine 6er Höhe. Haben wir unseren Grundriss denn auf 6 Blöcke insgesamt hochgezogen, fangen wir jetzt einmal an den Seiten an. Wir lassen jetzt an den Seiten jeweils einen Block Platz, setzen dann hier eine weitere Schicht hin und lassen wir an den Seiten jeweils immer 2 Blöcke Platz, bis wir oben ankommen. Auf der anderen Seite ziehen wir genau das gleiche Prinzip ja auch nochmal hoch für unser Dach später. So, danach dann hier immer 2 Blöcke an den Seiten Platz lassen, wunderbar. Dann geht's auf der Vorderseite unseres Häuschens weiter. Wir machen jetzt unsere kleine Terrasse vorne hin. Da würde ich sagen, fangen wir einfach mal auf der rechten Seite hier zu zählen an. Wir zählen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ab den 7. Block setzen wir einmal weißen Beton hin. Das Ganze machen wir 3 Blöcke nach vorne weg. Dann gehen wir hier zur Seite einmal weg, da setzen wir jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Blöcke ran und das Ganze dann ziehen wir noch zur Hauswand. So können wir das aber noch nicht lassen. Wir führen jetzt hier innen drin bei unserer Terrasse das einfach mal aus mit Steinblöcken und dann, wenn wir das soweit haben, ich fange jetzt einfach mal hier auf der linken Seite anzuzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke lassen wir an der Seite Platz, dann schlagen wir hier 3 Blöcke weg. So, da setze ich mir nochmal meine Steinblöcke hin und ganz vorne setze ich mir noch eine Steinstufenschicht hin. Nach unserer Terrasse begeben wir uns einmal auf die Rückseite unseres Häuschen. Da wollen wir jetzt noch oben noch das zweite Stockwerk raufsetzen. Das heißt einfach mal, ich fange jetzt hier auf der linken Seite von hinten an zu zählen. Einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der 9. Block, da setzen wir einfach mal hin. So, dann fange ich nochmal auf der anderen Seite an zu zählen, auf der rechten Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und ab dem 11. Block setze ich mir nochmal einen hin. So, das Ganze jetzt, hier können wir eigentlich miteinander hier einfach mal verbinden und auf eine Höhe von 6 Blöcke insgesamt ziehen. Einen haben wir schon, das heißt, jetzt wir noch 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke rauf, aber insgesamt sind es hier 6 Blöcke. So, das könnten wir eigentlich hier komplett einmal zuziehen, aber das ist ja noch nicht alles. Und zwar ziehen wir das Ganze auch noch nach vorne weg, aber lassen hier eine Reihe noch Platz. Ne? So. Ziehen wir uns das Ganze hier einfach dann auch noch zur anderen Seite und verbinden das Ganze dann noch mit der Rückseite. So, wunderbar. Und das Ganze machen wir halt auf 6 Blöcke insgesamt. Und wenn wir das dann hochgezogen haben, beginnen wir auf der Vorder- und Rückseite uns noch eine Vorrichtung für unser Dach dann am Ende zu bauen. Wir lassen an den Seiten einfach einen Block Platz, setzen hier wieder so eine Reihe hin. Und dann lassen wir einfach wieder an den Seiten 2 Blöcke Platz, bis wir oben ankommen. Und da setzen wir uns dann einen Dreier hin. Auf der anderen Seite machen wir dann genau das gleiche Prinzip. Erstmal eine Reihe hin, an den Seiten jeweils 2 Blöcke Platz lassen. So, und ganz oben in der Mitte setzen wir einen Dreier hin. Die nächste Aufgabe, an die wir uns jetzt ransetzen, ist es, die Eingänge wie die Fenster für unser Häuschen uns reinzuziehen. Ich würde sagen, wir beginnen erstmal auf der Vorderseite. Ich habe ja alles ein bisschen schon vorgemagert. Wir fangen einfach hier auf der linken Seite an, uns erstmal den Garageneingang zu freizuhauen, eher gesagt. Wir fangen einfach mal hier an der Seite an. Wir lassen jetzt einfach mal hier 2 Blöcke Platz. Und dann ziehen wir hier, würde ich mal sagen, die Garage auf eine Höhe von insgesamt 4 Blöcken und einer Breite von 5 Blöcken hin. So können wir hier einfach mal alles einfach so freihauen. Wenn wir unsere Garage dann freigehauen haben, geht es weiter einfach hier zur Seite weg. Wir lassen jetzt 3 Blöcke Platz und dann setze ich mir jetzt hier einfach mal so ein 3×3 großes Fenster rein. Von diesem Fenster gehe ich dann wieder zur Seite weg, lasse dann 2 Blöcke Platz. Jetzt schlage ich mir hier so die Vordertür rein. Die hat eine Höhe von 4 Blöcken, Breite natürlich 3 Blöcke. So schlagen wir uns hier alles einmal frei. Dann geht es wieder zur Seite weg, wir lassen 2 Blöcke Platz. Dann schlage ich mir hier wieder so ein 3×3 großes Fenster einfach mal rein. Dann gehe ich wieder zur Seite weg, lasse mit 3 Blöcke Platz und dann wieder ein 3×3 großes Fenster. So, wenn wir da auf der Vorderseite unten erstmal fertig sind, gehen wir gleich hier oben hin. Hier lassen wir einfach mal unten 2 Blöcke Platz, an der Seite 3 Blöcke Platz. Und dann schlage ich mir jetzt hier erstmal wieder so ein 3×3 großes Fenster rein. Lassen wir einen, ja, so eine Strebe hier Platz und auf der anderen Seite mache ich mir auch nochmal so ein 3×3 großes Fenster rein. Bei der Mitte hier gehen wir nochmal nach oben. Wir lassen jetzt hier über unserem Fenster eine Reihe und dann schlage ich mir hier wieder 2 Blöcke weg. Und dann haben wir die Vorderseite schon mal abgehakt. Jetzt gehen wir mal einfach auf die linke Seite unseres Häuschens hin. Wir fangen vorne einfach mal an. Ich lasse mir jetzt hier 2 Blöcke Platz und schlage ich mir hier auch wieder ein 3×3 großes Fenster rein. Lass mir von dem Fenster dann, wenn ich weiter nach hinten gehe, 3 Blöcke Platz und dann schlage ich mir hier wieder so eine Tür einfach mal rein von der Höhe von 4 Blöcken, Breite natürlich 3 Blöcke. Und wenn wir das dann so freigehauen haben, begeben wir uns einfach mal auf die Rückseite unseres Gebäudes. Wir lassen jetzt, sage ich mal, hier hinten alles noch unangetastet. Ich finde immer, man sollte sich dann da hier so ein Fenster reinhauen. Wenn man sich das Ganze einrichtet, kann man so gucken, wohin da was kommt. Aber von den Simpsons oder bei Skinner wird nicht so richtig was vorgegeben, wo hinten was ist. Ich kann euch vielleicht empfehlen, oben noch ein Fenster sich zu platzieren. Da lassen wir dann auch hier wieder so 2 Blöcke unten Platz, 3 an der Seite. Und dann schlage ich mir hier wieder ein 3×3 großes Fenster einfach mal rein. Und dann lasse ich das andere alles unangetastet. Da muss man dann gucken, wie man sich das einrichtet. Vielleicht von den folgenden, aber naja, ich mache ja noch eine Tour und dann seht ihr ja, wie ich mir das noch im Ende denn alles gestalte. Ja, ansonsten haben wir noch eine Seite übrig und zwar auf der rechten Seite, denke ich mir auch, gebe ich euch eine kleine Vorlage von einem Fenster schon mal. Wir lassen einfach an der Seite 2 Blöcke Platz, unten auch 2 Blöcke Platz und dann schlagen wir uns hier ein 3×3 großes Fenster rein. Wenn wir dann alles freigehauen haben von unseren Fenstern und Türen, müssen wir das Ganze natürlich jetzt noch befüllen. Wir legen los, erstmal bei unserer Garage. Das heißt, ihr schnappt euch mal eure Quarzblöcke und Quarzstufen. Bei der Garage schlagen wir jetzt nochmal an den Seiten eine Reihe weg und setzen da dann schon mal unsere Quarzblöcke hin. Einfach so, zack. Und dann ganz oben setzen wir nochmal eine Quarzstufenschicht hin. Danach machen wir weiter mit unseren Fenstern. Wir haben ja an sich überall das gleiche Maß, 3×3. Da machen wir einfach mal nur Glasscheiben rein. Und wenn man dann in so einem Fenster die Glasscheiben drin hat, kann man an den Seiten noch jeweils hier die Falltüren sich platzieren. Ups, die sollte man vielleicht alle in die gleiche Richtung sich platzieren. Dann sieht das vielleicht vom Muster auch immer besser aus. So, und wenn wir das dann haben, kann man dieses Format überall bei unseren Fenstern reinsetzen. Wenn man denn die Fenster alle sich so ein bisschen befüllt hat, ist euch mal vielleicht aufgefallen, dass wir hier oben ja so ein Zweier haben, ne? Das ist ja ein ganz anderes Fensterformat. Da setzen wir erstmal nur eine Quarzstufe unten hin. Weiterhin wollte ich euch noch mitteilen, dass auf der linken Seite von Skinners Häuschen das Fenster keine Fensterlehnen hat. Also das könnt ihr eigentlich einfach so lassen, wie es ist, dann einfach nur Glasscheiben rein und dann ist das Ganze hier auch schon fertig. Wenn wir denn soweit sind, bleibt ja am Ende nur noch unsere Fichtenholztreppen und Fichtenzaun übrig. Den platzieren wir jetzt einfach mal hier an den Seiten, aber nicht so stinknormal so, sondern mit der Rückwand nach vorne. Setzen wir das Ganze hier einfach mal hin und dann, ups, gehen wir hier einmal zur Mitte und dann müssen wir auch nochmal von der Rückwand aus so das Ganze zur Seite einfach mal ziehen. Auf der anderen Seite machen wir das Prinzip auch nochmal. Erstmal hier an den Seiten die Rückwand jeweils hier so nach vorne und dann fangen wir einfach mal von der Mitte aus, ne, hier von unserem Weg einfach mal hier dann auch nochmal so die Treppen mit der Rückwand dann hier nach innen zu ziehen und an den Ecken lassen wir das Ganze frei und setzen da dann einfach mal dreimal unseren Zaun hin, so, obwohl, nee, auf der gleichen Höhe wie unsere Fenster sind, also insgesamt viermal, so auf der anderen Seite auch nochmal, 1, 2, 3 und 4. Wenn wir dann soweit sind, können wir das Blockmaterial wegtun und wieder an unsere Kiste rangehen und hier mal die nächste Reihe rausholen. Um weiterzubauen, holen wir uns einfach mal abgezogenes Eichenholz raus. Eine Schwarzeichenholztreppe, eine Schwarzeichentür, dann holen wir uns ein abgezogenes Schwarzeichenholz raus, violetten Beton für unser Dach, türkisen Zement noch, eine Purpurstufe, ein Ziegelblock und geschnittene glatte Sandsteinstufen kann man noch nehmen. Die finde ich immer, sehen besser aus als die normalen. Ja, und wenn wir dann alles zusammen haben, legen wir gleich mal los. Fangen wir nochmal auf der Vorderseite an, uns erstmal hier unsere Eingangstür reinzusetzen. Wir nehmen uns einfach mal unser abgezogenes Eichenholz einfach mal raus. Da setzen wir einfach mal hier an den Seiten hin. Oben setzen wir auch nochmal einen hin. Und in der Mitte könnten wir unten nochmal hier so einen Steinblock einfach mal hinsetzen. Die Schwarzeichenholztreppe einfach so umgedreht rein da und die Tür nicht vergessen. Ja, dann haben wir schon unsere Vordertür fertig. Jetzt machen wir noch gleich mal die Hintertür. Die befindet sich hier auf der linken Seite von unserer Garage. Da setzen wir jetzt aber statt diesem abgezogenes Eichenholz einfach mal abgezogenes Schwarzeichenholz hier einfach mal an den Seiten hin. Oben natürlich auch nochmal. Dann setzen wir wieder eine umgedrehte Treppe rein und die Tür gleich mit. So, wenn wir dann auch die Hintertür haben, geht's weiter. Ich würde sagen, machen wir erstmal unsere Garage fertig. Schnappt euch mal so euren türkisen Zement und den setzen wir hier einfach mal rein. Das ist dann so ein bisschen unser Garagentor. Das Ganze setzen wir bis oben einfach mal hier heran. So, dann haben wir das damit auch schon wieder fertig. Und dann könnte ich eigentlich schon sagen, legen wir los mit unserem Dach. Wir beginnen mit unserem Dach dann einfach mal an den Seiten, würde ich sagen. Wir setzen jetzt einfach hier einfach überall unseren violetten Beton einfach mal rauf. Den kann man dann natürlich noch einmal überstehen lassen. Und wenn wir das dann soweit haben, können wir das Ganze dann bis zur anderen Seite rüberziehen, weil wir hatten ja auf beiden Seiten das gleiche Maß. Wenn wir unser Dach dann einmal unten so platziert haben, geht es weiter auf unseren oberen Stockwerk hier. Da können wir eigentlich genau das gleiche Prinzip machen. Erstmal setzen wir hier überall unser Dach einfach genau auf diese weißen Betonblöcke rauf. Wenn wir oben drauf dann unser Dach auch platziert haben, lassen wir jetzt aber hier nochmal an den Seiten das Ganze einmal überstehen, ziehen hier nochmal eine weitere Reihe hin. Auf der anderen Seite natürlich auch gleich mitziehen hier, so. Und weiter geht's immer noch mit unserem Dach, jetzt aber hier wieder auf der Vorderseite unseres Häuschen. Hier lassen wir erstmal eine Reihe komplett überstehen, das ziehen wir dann einfach mal hier bis zur anderen Seite lang. Und wenn wir das denn hier vorne übergestehen haben, gehen wir mal einfach mal zu unserer Terrasse hin. Hier würde ich sagen, setzen wir nochmal eine weitere Schicht hin. Auf der rechten Seite ziehe ich auch nochmal eine weitere Schicht hin und dann hier bei der Terrasse... Jupp, nicht weiter als, jetzt sage ich mal, sie dann hier auch endet bei unserer Garage. Da ist das Ganze doch nicht so weit überstehend. Und wenn wir das dann so haben, setzen wir, sage ich mal, noch hier einmal unser Dach ein bisschen weiter runter. Das heißt, wir müssen doch ein bisschen wieder unseren Zaun kürzen. Und dann ziehen wir das Ganze ja einfach mal gerade lang bis zur anderen Seite. Jo, dann ist es hier hinten auch dran. Das ist so halt so vorgegeben von Skinner, dass das Dach hier so wirklich lange übersteht. Nachdem wir unser Dach fertig haben, setzen wir uns jetzt noch bei unserem Häuschen einen kleinen Schornstein rauf. Wir fliegen hier auf die linke Seite von unserer Garage hin. Hier oben in unserer Dachmitte, so gucke ich jetzt einfach mal hier vom Haus aus, einfach mal, ja, hier so. Und dann lassen wir einfach mal 1, 2, 3 Blöcke Platz und dann hier ab dem 4. setze ich mir einfach mal so einen kleinen Schornstein hin. Und wenn wir das dann mit dem Schornstein haben, nehmen wir nochmal unsere Pupu-Stufe zur Hand und können jetzt hier oben bei unserem kleinen Fenster, was wir noch hatten, oben einfach mal eine Pupu-Stufe setzen. An sich ist ja die gleiche Farbe wie beim Dach, aber leider haben wir noch keine Betonstufen, von daher nehmen wir einfach mal eine Pupu-Stufe und dann können wir das dahinter mit Glasblöcken noch ausfüllen. Ja, dann haben wir das Fenster auch schon wieder fertig, aber das ist noch nicht das letzte Fenster. Eins müssen wir noch machen. Ich habe mir nochmal schnell unsere Glasscheiben und Falltüren rausgesucht, denn auf der linken Seite, also hier wo unsere Garage ist, fliegen wir einfach mal hinten an unsere Haushälfte ran und dann lassen wir einfach mal hier 2 Blöcke Platz und dann schlagen wir uns hier so ein 4, also ein 2x2 großes Fenster einfach mal rein. Das ist bei den Skinners, wenn ich die Folgen und so genau geguckt habe, so ein bisschen das Fenster vom Badezimmer. Da muss man mal gucken, wie man sich das dann auch natürlich noch einrichtet, aber wir machen es einfach mal sicherheitshalber hier einfach mal rein. Jetzt ist unser Skinner-Häuschen schon fast fertig, wir gucken aber nochmal in unsere Kiste rein. Ja, für den Schluss holen wir uns nochmal ein paar Steinknöpfe raus, ein paar Blätter, welche auch immer. Und dann noch ein bisschen Gras können wir hier noch ein bisschen platzieren. Ja, wir fangen erstmal mit dem Steinschalter an. Den kann man sich natürlich einmal vorne platzieren für eine Klingel oder auch bei unserer Garage als Griff für die. Dann haben wir natürlich noch die Blätter, die kann man sich hier noch vom Häuschen und überall so ein bisschen dekorativ noch platzieren. Muss man mal gucken, wie es einem gefällt. Da kann man sich das Ganze hier noch überall so ein bisschen hinsetzen. Und wer möchte, kann er natürlich auch noch den Rasen mit Gras ein bisschen dekorieren. Sieht immer besser aus, als wenn man das alles halt plattgewalzt da lässt. Natürlich auch kann man sich dann im Nachhinein noch einen Garten und so machen. Da muss ich noch gucken, was so die Skinners haben. Und jetzt sind wir auf der Rückseite. Da fällt mir auf, wir haben wieder was vergessen. Mensch, das geht ja nicht. Wir müssen hinten auch noch das Dach einmal überstehen lassen. Gut, dass wir hier noch einmal gucken. Ne, sonst hätten wir das jetzt hier komplett vergessen. Nö, einfach noch einmal hier überstehen lassen. Und wie gesagt, da muss man mal gucken, wie man sich das Ganze hinten macht mit Fenstern und so. Kommt einmal am besten, wenn man sich das Häuschen dann auch noch einrichtet. Ja, da haben wir jetzt unser Skinner-Häuschen aus der Spiele-App und natürlich ein bisschen aus den aktuellen Folgen der Simpsons, was wir uns jetzt hier so ein bisschen gebastelt haben. Fertig ist das Ganze hier. Sieht doch eigentlich relativ schick aus. Man kann sich natürlich noch vorm Häuschen einen kleinen Baum hinzaubern. Ne, und Garten und mit den Fenstern. Ne, da muss man mal gucken, wie man sich das Ganze einrichtet. Das Ganze findest du vielleicht nicht gleich unter dem Video verlinkt, aber später noch. Ich werde noch eine Tour für unser Skinner-Häuschen machen. Ich gucke mir jetzt noch ein paar Folgen von den Simpsons an, wo Skinner in sein Häuschen rumgelaufen ist. Und dann versuche ich das Ganze so gut es geht in Minecraft hier auch einzurichten. Aber dann sage ich auch noch was dazu, denn zum passenden Video, ne? Dann zeige ich euch nochmal die Folgen und so, woher ich das alles habe. Ja, ansonsten würde ich sagen, stellen wir uns vor unseren Skinner-Häuschen safe hin. Und wenn ich hier Safety stehe, dann sage ich einfach mal, wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.